Hallo, schön Sie kennenzulernen. Sie sind also der neue Immobilienmakler hier in Minecraft. Das freut mich aber sehr. Ich möchte euch heute gerne ein wunderschönes Haus zeigen, eine wunderschöne Villa zeigen. Und da ihr jetzt gerade in diesem Moment, wo ihr dieses Video angeklickt habt, automatisch Immobilienmakler geworden seid, frage ich euch... Was ist diese Immobilie wert? Also was kann man dafür verlangen? Ich werde euch heute in diesem Video dieses Haus zeigen mit allem, was dazu gehört und anschließend schreibt ihr bitte in die Kommentare einen Preis. Zu diesem Preis wird dieses Haus am Ende verticken werden und wie es den Anschein hat, scheint dieses Haus ganz wild anders zu sein. Hallo Leute und herzlich willkommen. Zurück auf The Joe Craft. Ich weiß gar nicht, was ich hier in diesem Raum hier mache, aber in dem Raum gibt es ein Buch. Herzlich willkommen, liebe Besucher. Schön, dass du den Weg in die Redstone Mansion gefunden hast. Die Redstone Mansion ist mit Redstone vollgepackte Villa, eine mit Redstone vollgepackte Villa in modernem Baustil. Sie hat einige versteckte Features. Oh ja, einige. Und es empfiehlt sich ein Shader zu so einem guten Shader. Okay, wunderbar. Es gibt äh, ein Buch, ein Buch, ein Buch, ein Buch. Eine Admin-Karte und einen Masterschlüssel Und ich glaube, wir haben uns diese Villa vor längerer Zeit mal angeguckt. Und ich glaube, seitdem ist einiges passiert. Also, die Technik. Hier haben wir die Möglichkeit, noch mal ein paar Sachen zu sehen. Kann man sich hinteleportieren? teleportieren? Nee, ist einfach tatsächlich eine Erklärung. Wir werden uns keine Bücher nehmen, sondern wir versuchen, das alles selber zu machen. Aha, hallo, Joecraft andere Credits, Data Pack animiert von Double Doors. Okay, oha. Okay? Es gibt ein Datapack und so. Ich, ich bin gespannt. So, schauen wir uns das erstmal in Ruhe erstmal an. Also, wir haben eine dekadente Villa, die sich hier am Strand befindet. Die dekadente Villa bezieht sich auf ein leicht dekadentes Grundstück mit leicht exponierter Lage im besten Viertel von Minecraft. Wir sehen auf jeden Fall eine leicht überzogene, leicht versnoppte Außenanlage. Und wir haben einen Tunnel. Das, das ist nehme ich mal an. So, ne, wir, wir kommen hier aus. Aus wo auch immer her, ne, mit unserem schicken Ferrari oder was auch immer, angefahren, um anschließend hier mit der Masterkarte kurz das Tor zu öffnen. Oh, so, wir haben eine dicke, fette, große Wand, bloß keine Einbrecher. Und dann haben wir einen wunderschönen Blick auf dieses Bauwerk. Und jedes Mal, wenn wir hochfahren, wissen wir, dass wir alles im Leben erreicht haben. Oder auch nicht. Okay, herzlich willkommen. Was ist, das ist erstmal schicke Kunst, die da vorne ist. Wir haben hier einen Ankerbrunnen oder sowas in der Art. Aber ich glaube, Kunst wird es später noch zu bewundern geben. Das ist ein sehr, sehr schön aufbereiteter Eingang. Relativ flach gehalten, aber doch schon nicht übel. Ich muss sagen, einige Villen haben wir schon bis jetzt gesehen. So, ich mag mich zu erinnern, als ich damals euch vor längerer Zeit diese Villa vorgestellt hatte. Dass es genau hier so Funktionen gab, ne, wo wir zum Beispiel die Doors locken konnten. Und jetzt meine ich, wurden so vor die Türen genau Dinge hochgefahren. Also diese Türen konnten wirklich verbarrikadiert werden. Das, das hat mir damals schon ziemlich gut gefallen. Und nochmal, seitdem hat sich diese Villa ordentlich weiterentwickelt. Ähm, Garage, Garage, können wir mal beides öffnen. Mal gucken, was passiert. Erstmal die Türen öffnen sich. Die Garage hat sich auch geöffnet. Und äh, das ist cool gemacht, dass man hier direkt im Haus auch die Garage zu bewundern hat. So, schauen wir einmal in den Garten rein. Ne? Wir haben hier einen leicht tiefen Pool. Ne? Das ist. Damit man halt auch, ne? Alter, was ist das denn bitte für eine Poolanlage? Leute, gebt euch das denn mal. Vor allem, die Poolanlage endet einfach hier in einem großen Sportbecken. Wir haben ein. Wir haben was? Wir haben Fußballfeld, wir haben Basketballfeld, wir haben äh, Beachvolleyballfelder. Alter Verwalter. Wir haben eine riesengroße Weizen- und Agrarflächenanlage. Das ist schon ordentlich. Und wir haben natürlich ein sehr, sehr tiefes Becken, um einen Körper da reinzumachen. Okay, nicht übel. Wirklich nicht übel. Auf einem ganz anderen Level. Finde ich sehr nice gemacht. Auch, auch hier sehr, sehr hübsch gemacht mit dem Teich und allem. So ein kleiner Schwimmteich. Also letzten Endes ist das tatsächlich ein Garten, der sich sehen lassen kann. Ich glaube, hier kann man die Freizeit verbringen. Die ganze Apokalypse kann hier ringsum ausbreiten. Ja, wir haben dicke, fette Wände. Uns interessiert hier nichts. Das ist wirklich ein kleines Utopia, ein kleines Idyll, ein kleines Paradies. Na, habt ihr schon überlegt, was ihr für dieses Haus bezahlen würdet? Okay, wir gehen rein. WC-Dusche. Scheint unten sein. Das ist ein, ein, ein weiterer Flügel des Hauses. Ich, ich komme gar nicht drauf klar. Kann ich die Tür. Oha. Ach, du große Neune. Okay, D warte mal, was ist das denn da vorne? Ist das ein Anbau? Gehört das hier zum Haus dazu? Nein, warte mal, das ist ein Gästehaus. Nein, das ist das Mitarbeiterhaus. Ja, klar. Ich meine, wer so ein großes Haus hat, der braucht ein Mitarbeiterhaus. Klar. Warum frage ich überhaupt? Es gibt auf YouTube solche Videokanäle, wo ähm, so Häuser gezeigt werden, die so jenseits von Gut und Böse kosten. Und ähm, ich habe das Gefühl, immer wenn ich solche Häuser sehe, wird dann immer gezeigt, so, ach ja, und hier übrigens ist das 29. Schlafzimmer, ach das 30. Schlafzimmer, Entschuldigung, ich habe mich verzählt. Wo bin ich hier? Ist das hier. Was ist das? Was soll das? Wo sind wir? Okay, so kommen die Mitarbeiter also in die Küche. Verstehe, verstehe, okay. Ähm, ich habe mich aber ein bisschen verlaufen jetzt, ne? Aber wenn ich, wenn ich so The Joe Craft findet, den Weg richtig verstehe, waren wir hier zuletzt stehen geblieben. Das ist eine schöne Tür auf jeden Fall. Ähm, was haben wir denn Schönes hier? Genau, WC-Toiletten, das ist hier unten so ein Bereich. Finde ich sehr cool gemacht, auch mit der Glasfassade hier. Es ist wirklich schöne Detailarbeit, ne? Und wenn man hier hochgeht, was haben wir hier als nächstes? Licht. Okay, Licht ist immer gut. Noch mehr Licht. Kleines Gästehaus. Das scheint mir ein Gäste, wirklich ein Gästebereich zu sein. Und dann halt hier nochmal nicht ein Indoor, noch ein Pool. Alter, noch ein Pool. Alter, bitte. Und gehen wir in den Küchenbereich. Gut. Was haben wir hier schönes? Ich habe da oben gerade etwas gesehen, was meine Interesse erweckt. Und zwar das da. Ist das das, was ich denke, was es ist? Es ist das, was ich denke, was es ist. Ein Wasservorhang. Dekadent. Passt. Super. Licht. Schickes Licht hier. Oha. Sehr, sehr schicker S-Table. Ah, das Licht ist sogar automatisch. Das geht bei Nacht an. Was haben wir hier Schönes? Was haben wir hier Schönes? Ein weiterer Gästebereich. Schlafzimmer? Fragezeichen. Also, ich glaube, Leute, wenn ihr mal einen Quiz machen möchtet, dann geht ihr durch dieses Haus, welten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch was einsenden möchtet, schaut da gerne rein. Und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, mal hier zu zählen, wie viele Betten sich in diesem Haus befinden. Denn das ist die goldene Frage: Wie viele Betten sind hier? Ich glaube, so viel würde man immer noch bezahlen. Emergency Lock. Okay, kann ich das ausmachen? Ah, ah, okay. E-Lock Reset. Oh Gott sei Dank. Wo bin ich hier überhaupt gerade gelandet? Was ist das? Motion Sensor Emergency Lock. Das heißt quasi, wenn irgendwas passiert oder draußen sich bewegt, dann geht der Emergency Lock an. Was ist das denn hier? Der Auftritt darf am Anfang nicht verwendet werden. Das äh, sieht sehr spektakulär aus. Wo sind wir hier gelandet? Poolbeleuchtung, Toggle. Das scheint mir irgendeine Form von Werkzeuge zu also, sein. Tür schließt, bei Alarm zum Öffnen, Knopf drücken. Okay, verstehe. Aber wo sind wir? Oh, wir sind in der Garage runtergegangen. Okay, das heißt, bevor wir uns den ganzen unteren Teil des Hauses mal in Ruhe angucken, denn wir haben ja vorhin schon im Intro gesehen, dass da einiges noch zu sehen gibt. Und ich bin sehr gespannt, was das ist und was das soll. Schauen wir uns zunächst einmal diesen Dings an. Ach, noch ein Pool. So langsam begeistert mich das Wie viele Pools hat das Haus, bitte? Alter Verwalter! Eine 70-Grad-Sauna. Gebratenes Joecraft gibt es hier. Aber schick. Emergency-Lock. Ist das hier? Oh, das ist so edel gemacht. Noch eine Sauna. 80 Grad, 90 Grad Sauna. Bro, warst du schon mal saunieren? 90 Grad Sauna? Das ist kein Ofen? Das ist. Ne. So, was haben wir noch? Eine Bar. Oha, sehr, sehr cool. Eine richtige Bar. Ja, sie also geht immer nach außen. Was hat das da oben eigentlich? Vorhin habe ich oben irgendwas sehr Spannendes gesehen. Und zwar ein sehr, sehr großes Bild. Wie komme ich da hin? Ich habe mich jetzt schon verlaufen in diesem Haus. Warte mal. Ich... Nein, hier... Wo, was? Wo, wo, war nicht irgendwo die Küche? Äh. Hallo? Offen? Danke. Äh. Nach oben. Okay. Und dann... Warte, 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 warte. Gehe ich hier runter. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich, Leute. Habe ich nicht verlaufen. Wenn ich verlaufen. Es gibt sogar 120 Grad Sauna. Alter, okay, 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 okay. Das ist mir way too heiß. Ah, hier war ich stehen geblieben. Genau. Ein Flügel. Oh, wie schön gemacht. Und guckt euch das mal an. Was für ein cooles Bild da im Hintergrund. Schicke Installationen auf jeden Fall. Das ist kein Bild, das sind alles Itemframes, ne? Hehe. Ähm, was ist das da oben? Das da oben scheint mir auch nochmal irgendwie ein schicker Bereich, zu sein, das ist ein Übergangsbereich. Okay. Und hier haben wir eine Art Gallery. Technikraum. Secret. Wait, da ist ein Secret. Wie trigger ich das Secret? Und was bewirkt das Secret? Ich schaue jetzt einfach im Spectator-Modus rein. Gar nichts bewirkt das Secret. Aber es könnte getriggert werden über diesen Knopf. Gut zu wissen. Ein leeres Secret. Oh, warte mal, so leer ist es gar nicht. Hm, das ist ein bisschen schwer da reinzukommen. Ein Jump-and-Run Secret. Ah. Komm, was wäre denn passiert? Ah, ich wäre nach unten in die Garage gekommen. Okay, verstehe. Alles klar. So, erster Screenshot, genau. Das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Also, wir haben wie gesagt, wir hatten uns diese Villa mal angesehen. Aber ich glaube, jetzt kommt der interessante Teil. Denn da unten ist irgendein Geheimnis unter der Villa. Denn, ne, so krass diese Villa auch ist und so wie es auch in den meisten Super-Agenten-Filmen ist, verbirgt sich darunter meistens irgendetwas Größeres. Und es leckt hier ja auch leicht. Und ich möchte jetzt gerne herausfinden, was es damit auf sich hat. Deshalb nehmen wir mal diesen Weg. In diese kleine, aber feine Werkhalle. Und hier gibt es ein Nether Portal. Okay, unspektakulär. Und es gibt einen Lift. Und der bringt uns offensichtlich mal nach unten. Okay, Leute, während wir nach unten fahren, nehmt euch gerne die Gelegenheit, bewertet das Video und überlegt schon mal, was ihr dieser Villa geben möchtet könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht unsere Meinung gleich noch mal ändern wird, denn ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was uns da unten erwarten wird. Es kann alles oder auch nichts sein. Ich sehe, dass wir langsam den unteren Bereich erreichen und wir sind angekommen. Und ach, du Scheibenkleister. Was was geht hier ab? Was geht hier ab? Es scheint mir ein Hotel zu sein. Gratis Zimmer leuchtet, wenn verfügbar. Man kann hier ein Zimmer kaufen. Ansonsten Diamant, zwei Diamanten. Admin-Key. Was? Was? Sweeten? Es können Sweeten erworben werden. Admin-Key eingeben. Achso, hier kann man die Suiten zurückgeben. Yo. Okay, was zum Kuckuck. Okay, wir haben Zimmer 17 und 12. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, das, oh, warte mal, wir haben gar keine Suite gemietet. Hä? Hey, Zimmer, normale Zimmer? Wie mietet man denn eine Suite hier? Was hat es damit auf sich? Ich bin, ich bin komplett überfordert. Und was ist mit den Fahrstühlen? Können die noch weiter nach unten fahren? Alter, meine, es, es laggt hier immer stärker. Also, je länger ich mich hier aufhalte, desto stärker werden die Lags, ne? Das ist nicht gut. Irgendwas, irgendwas scheint hier ganz massig Lags zu produzieren. Alter, was geht hier ab? Ich mache jetzt mal kurz den Shader aus, weil, weil irgendwie wird es immer schlimmer, je länger ich hier stehe. Warte mal, hier ist Musik mit drin. What? Okay, eins nochmal anmachen. Was? Das ist ein Lagersystem. Okay, erstmal die Zimmer. Das ist eine Suite. Wie sieht denn die Suite aus? Man muss ja erstmal hier eine relativ lange Strecke nach oben gehen. Und dann hat man hier so ein Zimmer. Was ist das also, die Suite? Ist aber schon dekadent edel. Mit Licht. Schick. Gehen wir hier einfach durch. Oh, die Suite ist lang. Ich verstehe. Guck. Wow, das, das ist ja riesig. Das ist ja gigantisch. Guck mal, das ist ein Badezimmer das ist ein Vorraum zum Billardzimmer. Habe ich bei mir auch in meinem Haus. Also mein Badezimmer, da geht noch eine Tür weiter. Und da ist dann tatsächlich mein Billardzimmer. Also, völlig normal. Und was ist das hier? Ach, du Scheibenkleister. Was? Was von hier aus kann man alles steuern, oder? Lichthotel, Ableit, Lichtkontrollraum links, Lichthalle. Und plötzlich wird es hier hell. Alter. Okay, und das sind da die kleinen Zimmer. Okay, also wir haben jetzt tatsächlich ein Hotel. Das ist ein Hotel, gut, haben wir schon mal gesehen. Wir haben einen riesengroßen Pool. Wir haben einen ziemlich schicken Fahrstuhl, der da runter geht. Und das hier unten ist ja, glaube ich, das Wichtigste von allem. Vor allem aber die Frage ist, wie kommt der Fahrstuhl bis da unten? Oh. Oh, oh, oh wie edel, oh wie edel. Jetzt verstehe ich auch endlich, wie man hier runterkommt. Hier ist in der Mitte noch ein Fahrstuhl. Oh wie krass. Okay, was ist das? Musik? Das ist Musikgenerator. Das ist mein Musikgenerator. Ist mein Musikgenerator. <laughs> ähm, sehr geil. Essensgutscheine, ein Dia pro Stück. Sehr nice. Also hier kann man quasi wahrscheinlich sich ein Menü nehmen. Und da muss man hier einen Gutschein einlegen. Bezahlen. Habe ich gemacht. Ganz fair und ehrlich. Und dann... Wo kommt das Essen? Und das Essen ist auf dem Weg. Warum wähle ich jetzt einen Tisch aus? Warte mal. Hätte ich das mir vielleicht genau durchlesen müssen? Hätte ich erst den Tisch freigeben müssen? Doch, da! Ach so, das Essen wird quasi an irgendeinen Tisch geliefert. Ich verstehe. Von da oben kommt das. Und wenn ich fertig bin, dann drückt man auf den Knopf und der Tisch wird freigegeben, das dann ist, dass der nächste sich sitzen kann. So, aber what's that? Ein schalker Boxenkomplexes komplexes lager Ich verstehe. Holy Macaroni. Hier kann man Sachen reinpacken. Und wenn ich was brauche, drücke ich auf den Knopf und kriege eine Schalker-Kiste. Und hier sehe ich, wie viel im Lager noch an Space verfügbar ist. Alter! Was ist das da hinten? Eine Orgel? Eine Orgel? Wie? Was? Ist jetzt echt? Beacons Toggle Bühnenlicht? Was? Kann die was? Kann ich was? Kann ich was spielen? Komm, hat er, kann, kann die Musik machen? Die kann gar keine Musik machen. Nein. Nein. Jetzt fehlt nur noch die Musik. Okay. Ähm, das, das ist anders wild, Leute. Es ist so. Warte mal, lass mich, lass mich mal ganz kurz im Klartext bekommen. Wir haben eine bombastisch krasse Villa. Von der Garage dieser Villa aus kann man runtergehen. Und dann gibt es da einen kleinen Werkraum, so eine Werkstatt, Hobbywerkstatt. Von der Hobbywerkstatt aus fährt ein Fahrstuhl auf eine Ebene, wo Hotels verkauft werden. Und hier hat man dann die Möglichkeit, Zimmer zu kaufen. Und gleichzeitig ist das Hotel auch noch mit einer eigenen Kantine ausgestattet und einem gigantischen Schalker Kistenlager, dessen krönender Abschluss eine gigantische Orgel ist. Und das alles, wie gesagt. Im Hobbykeller. Jo, okay, was würdet ihr für dieses, dieses Ding ausgeben? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung. In diesem macht's gut. Bis bald und ciao Leute.